ist Elfriede Karl. Ich bin 1933 in der Stadt geboren, auch in der Stadt aufgewachsen. Ich bin an sich gelernter Textilgroß- und Einzelhandelskaufmann, habe dann die Sozialakademie der Arbeiterkammer Wien absolviert und war dann seit 1961 bis 1971 in der Arbeiterkammer Salzburg. Für mich war mein ganzes berufliches Leben auch immer mit Politik verbunden und ein Großteil meines Freizeitlebens auch. Bei der Nationalratswahl 1971 habe ich für den Nationalrat kandidiert. Nach der Wahl 71 kam dann die für mich völlig überraschende Anfrage des Bundeskanzlers Dr. Kreisky, ob ich als Staatssekretärin für Frauen, Familienfragen in die Regierung eintreten wolle. Ich habe dann Ja gesagt, zunächst in der Hoffnung, es wird sowieso nichts. Es ist aber dann geworden. 1983 mit der Regierungsbildung wurde dann ein Ministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz begründet, das ich dann aufgebaut habe. Es ist vielleicht ein Thema geworden. Es war zuerst, das kann man sagen, Frauen- oder auch familienpolitisch. Die große Auseinandersetzung, die es damals gab, war innerhalb der Strafrechtsreform die Neuregelung der Strafbestimmungen über den Schwangerschaftsabbruch. Sowohl Frauen- als auch familienpolitisch natürlich relevant. Und meine Aufgabe war es eigentlich, auch hier sozusagen neben der Strafrechtsreform deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, Abtreibung als Mittel der Geburtenregelung einzusetzen, sondern als Ausweg aus einer Notsituation. Und es gab dann auch in der ersten Hälfte der 70er Jahre eine ganze Reihe von sozialpolitischen Maßnahmen, die vor allem also alleinstehenden Müttern geholfen haben. Aber mein Fokus lag eigentlich schon auf Empfängnisregelung und Familien- und Partnerberatung, so haben wir es genannt, eben um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. Gut, ich habe diese Unterschiede, wenn es gegeben hat, ich habe sie nie empfunden. Ich muss dazu sagen, das, was ich an politischen Mandaten hatte, ist mir angeboten worden. Ich habe nie ein Mandat angestrebt. Ich habe damals nicht mehr eingebildet, ich will Staatssekretärin oder sonst was werden. Ich habe mich nie diskriminiert gefühlt und ich habe daher auch zunächst einmal kein Feeling dafür entwickelt. Ja? Gut, ich meine, es war natürlich klar, man ist damals als Frau zum Beispiel kaum allein in ein Lokal gegangen. Ja, oder essen gegangen allein und so. Aber gut, das war halt so, das hat man damals noch nicht so empfunden. Was dann einmal für mich bezeichnend war, da war ich noch nicht lang in Wien bei einem Empfang und einer der Herren von der Redaktion dort, maßgeblicher Herr, der hat dann geäußert, na endlich eine Politikerin, die man fotografieren kann. Und das ist mir sauer aufgestoßen. Das muss ich sagen. Mir ist also nicht sehr rasch eine passende Antwort eingefallen. Aber da habe ich also dann schon gemerkt, dass das halt ja anders gewertet wird. Nicht? Und gut, dann natürlich auch bei näherer Beschäftigung mit dem Thema, ja, auch für Frauen im Beruf, dass es halt da schon auch bei gleicher Ausbildung gläserne Decken gibt und sowas, das ja. Ich bin noch in einer anderen Zeit aufgewachsen und habe vieles vielleicht nicht als Diskriminierung empfunden, was man heute sehr wohl als Diskriminierung empfinden würde. Ich habe es lang abgelehnt und man hat aber dann gesehen, ja, es ist schon sehr schwierig. Und habe es aber dann auch in einer Auseinandersetzung des Zentralsekretariats mit den Frauen bei einem Bundesparteitag dann schon sehr vehement auch vertreten. Es scheint also doch einen gewissen Druck auszuüben und man sieht, dass was besser wird damit. Pionierinnen, glaube ich, hat es gegeben in der Zeit, als um das Frauenwahlrecht gekämpft worden ist.
als es überhaupt als gekämpft worden ist darum, dass Frauen an die Universitäten durften und so weiter und so fort. Also ich habe mich nicht mehr als Pionier, 1971 bitte, nicht mehr als Pionierin gesehen.